Am 16. Juli kommt hier der Film Anastasia in die Kinos. Und das ist ein ganz besonderer Film. Die Hauptdarstellerin war eine transidente Klientin, die ihr Geschlecht von männlich zu weiblich gewechselt hat und die sich der Operation 2017 in unserer Klinik unterzogen hat. Insofern bin ich natürlich auch ganz stolz, dass eine unserer Klientinnen jetzt im Kino erscheinen wird. Und ich finde es ganz toll von ihr, dass sie diesen Film gedreht hat. Denn es geht jetzt auch nicht nur um die Operation, also überhaupt ihren Weg der Transidentitas, sondern wie sie dann auch in der neuen Rolle sozusagen beruflich Karriere gemacht hat. Und das muss ich sagen, das ist schon eine Herausforderung, das alles so zu schaffen. Ich habe Anastasia ja, wie gesagt, kennengelernt, eine ganz taffe Frau, die ihren Weg geht. Und ich freue mich riesig, dass sie das geschafft hat und grüße sie ganz herzlich. Ich werde natürlich auch den Film schauen und bin gespannt, was Sie alle sagen, die Sie vielleicht auch den Film schauen.